So. Willkommen zurück. Ich habe kurz, nicht, dass ihr wieder drängt. Ich habe hier irgendwie einen Absturz gehabt. Nein, diesmal nicht. Diesmal habe ich kurz die Aufnahme unterbrochen. Nur mal kurz. Die Gegner, die. Ja, lauf mal vorbei, obwohl ich da hingeklickt habe. Na komm schon. Boah, 1700. Ne, 17.307. Ne, 370 Gold. Wow, unglaublich. Man auch die Fülle an Gegnern, die man hier hat. Oh, der ist auch schon tot. Die. Wo kommt der denn her? Sie kommen von der Brücke. Oh, was für ein Hinterhalt. Ultra-Mega-Hammer. So, da haben wir wieder diese komischen Krokodile. Ähnliche Krokodile. Und dabei Echsen, ne? Riesen-Echsen. Für mich sind das Krokodile. Krokodile. Ja, das sind ab jetzt Krokodile. Mit Hörnern. Oder mit einem Horn nach vorne und das andere mit Stacheln. Genauso und nicht anders. Nehmen wir nochmal die ultra mega geile Grafik von Nahem. Ist ja nicht gar nicht schlecht, aber bei den meisten älteren Spielen ist es so, wenn man näher ranzoomt, dann verpixelt alles so übelst. Hier ist das nämlich nicht so. Und das finde ich schön. Ach, das ist das Flatterviech von hier. Okay, das konnte uns ja irgendwie weit sehen. Die nächsten Gegner, die kommen wirklich echt Schlag auf Schlag. Die. Hallo, ich werde angeschossen und ja, interessiert mein Charakter nicht. Warum denn auch? Ist ja nichts Schlimmes. Ist hier nichts. Ja. Gehen wir hier lang? Klippen des Feuers. Und hier lang? Festung? Ja, da haben wir gerade hergekommen, natürlich. Da will ich jetzt nicht unbedingt wieder zurück. Da hinten? Da hinten ist irgendwie ein Drache. Ein Drache, der auf dem Boden steht. Die fliegen doch eigentlich alle. Ne, da gehen wir aber nicht hin, denn der Weg führt uns da gar nicht hin. Die! Wo ist der? Da. Da, ganz unscheinbar an der Ecke, wo man sie nicht sieht. Immer wieder schön zu wissen. Ist ein Gegner da? Ne. Huch. Ach, da war noch einer.
das an nicht. Das ist ein Fehler. Oh, ein Fehler. Mann, das ist ja... Das ist kein Fehler, das ist ein Fehler. Ein Fehler in der Matrix ist das. Wenn man diese nervigen Gegner ein bisschen besiegen. Oh, ich bin Magier und ich kann von Nahkampf, Fernkampf, bla. Stirb. Oh, ein großer Gesundheitstrank. Nom. Oh, Gold. Nom. Oh, daneben geschlagen. Das war nervig. Und auch mit Fernkampfwaffen kann man daneben hauen. Das ist total doof. Was richtig öde ist. So wie diese Gegner hier, die sind auch richtig öde. Und nervig. Aber sie gehören einfach dazu. Wenn man sich dann auch noch anklicken könnte, dann wäre es noch schöner. Ah, das ist ein Drache. Stirbt Drache. Der eine geile Fluganimation hat. Hey, ach, oh Mann, ich dachte, ich krieg die mit zwei Schlingen. Ach ja, das sind ja wieder die Gegner, die so mega viel aushalten. Was ich gar nicht glauben kann, aber das ist so. Hier sind wieder so mega viele Gegner im Busch. Oh, da hinten kommt natürlich... Der ist nicht genug, müssen noch welche auftauchen. Nein, erstmal das Gold hier, die Gegner sind doch scheiße unwichtig. Hallo, Gold! Danke. So, das ist der tote Drache. Das ist ein dummes Fliegevieh. Großer Gesundheitstrank. Om nom 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 om. Sind wir jetzt nicht mehr bei der Stadt hier, von diesen Viechern, die wir hier gerade die ganze Zeit töten, die uns dann in der Stadt voll wohlgesonnen sind, was ich nicht verstehe. Ja, wir sind da. Sehr, sehr, sehr strange. Dann gehen wir rein und oh, ja, ja, voll friedlich und geht draußen voll abmurksen und so. Das ist ziemlich merkwürdig. Und ja, wir müssen durch die Stadt durch. Aber ich wollte eigentlich, dass die Gegner mich nicht sehen. Mann, das ist wieder blöd. Hey, die mögen uns alle. Die mögen uns alle. Aber solange ihr mir nichts macht, ist das auch gut so. Boah, huch, oh Mann, hab ich runtergeklickt aus Versehen. Ja, knie vor mir nieder. Hä? Warum konnte ich da gerade nicht hinklicken? Auch wieder unbegreiflich.
Oh, hallo? Cool. Mensch, dass die dann auf einmal auftauchen hier, das hätte ich gar nicht gedacht. So ganz zufällig. So, hier hoch muss ich hier hoch. Was hier? Auftrag erfüllt. Welchen denn? Unterwerf die Drogs. Okay. Auftrag erfüllt. Hier, da ist ein Typi. Labern. Hey, darf ich mit dir reden? Peace. We are victims all of these horrid sects. Okay. Journey fast, Kingdom Child. The Sec Dungeon Siege may soon be underway. Dann ist es ein Typ, der uns eine Quest gibt. Allerdings gibt er uns eine Quest. Warum war dann... Okay, das ist hier übrigens... die Burg, wo, der, wo das Ende drin ist. Müsste aber hier im Weg sein, ne? Hier. Ja, genau, hier ist der richtige Weg. Wobei wir hier noch irgendwo eine Quest bekommen. The surrender of the Droog meant the safety of the kingdom had been secured. But a warning had to be delivered to the throne before the revenant Sec could succeed in their mysterious Plot. Plot. Nein, nein, das ist alles super. Vor allem die Gegner sind auch voll super. Ach so. Du bist einer, der mich gerne begleiten will, bestimmt. Und der Drache ist der Böse. Der gute Hilfe, bla bla, hast du nicht gesehen. Ja, bevor er bla hier, hast du nicht gesehen. Bla hier, bla bla, bla 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 bla. Ich warte mal, bis der Text ein bisschen da ist. So, zack, dann könnt ihr das nämlich pausieren. Und da haben wir die, ja genau, da haben wir die Quest bekommen. So. Das ist die Quest irgendwie so einen Drachentypen, oder so, genau, den Lindwurm oder den Drachen zu erschlagen, bevor er befreit wird. Aber das machen wir einfach mal nicht. Der kann ruhig befreit werden. Da hab ich jetzt... Darauf, ich will das Spiel jetzt hier beenden. Also in der Aufnahmesession eh nicht, aber... Aber trotzdem. Stirb. Stirb. Alter, wie viel die aushalten, das ist unglaublich. Scheiße. Unglaublich scheiße. Ach ja, die ist ja hier auch noch. Na, zum Glück gibt's die, wenn wir erstmal bei der Burg sind, gibt's die nicht mehr. Diese dummen Gegner. Da gibt's nur noch coole Gegner. Hab mich gerade. Muss ich nicht. Nee, genau, nee, da lang muss ich nicht. Na doch. Nee, da lang muss ich nicht. Oh Gott. Stirb. Was hat es gebracht, das zurück und wieder hinfliegen? Das war sehr unnötig. Wehe, eine rennt weg und zu den Gegnern da hinten hin, nur dass sie mich sehen. Wehe. Das macht er zum Glück nicht.
ist halt cool. So, das ist übrigens dieser Lindwurm, glaube ich. Oder nicht? Weiß ich nicht. Ich hab die Quest nie gemacht. Bin nämlich mal gleich dann in die Höhle gegangen. Ja, Lindwurmschlucht. Da wollen wir nicht hin. Ja, in die da vorne liegende Höhle, die auch wirklich kurz ist, also die ist nicht lang, die ist kurz. Und dann sind wir auch schon dann bei der Burg. Tsching. Ist aber eine Menge Gold fallen. Das finde ich super. Wenn es so schnell stirbt, finde ich auch cool. Ich mag euch. Und euch mag ich auch. Die Höhle. Hier ist mir einmal ein Absturz passiert in der Höhle und ich habe in der Höhle dann, also nicht in, nicht in der Höhle, sondern wie es in der Burg nach der Höhle ein Absturz passiert und dann muss ich die ganze Höhle nochmal neu machen, so war das. Das war dann so ein bisschen blöd für mich, so ein bisschen. Ja, ganz doof. You know und so. Das ist gar nicht nervig, das ganze Steingewerfe oder was sie da machen. Da, 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 da. Höhle mit Main Team, cool. Da, 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 da. La 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 la. Dum 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 dum. Zwei Dragons. Gibt es dann auch noch? Die auch tot sind. Gleich. Jetzt. Dann mache ich immer kurz. Speichern? Schnellspeicher? Oh, ich werde im zweiten Teil die Schnellspeicherfunktion so vermissen. Denn da gibt es die nämlich nicht. Das speichert das Spiel, da kann man das Spiel übers Hauptmenü speichern. Dann werden alle Ausrüstungsgegenstände und den ganzen Character-Stats werden gespeichert. Und wenn man dann an einen Teleporter kommt, dann wird auch der Fortschritt gespeichert, also wo man sich gerade aufhält.